Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir schon wieder Hollow Bastion hier durchkämpft, wie beim letzten Mal. Also in unserem letzten Besuch. Und wir haben die Prinzessinnen hier, die alle das Schlüsselloch hier versiegelt halten, damit hier nicht die Dunkelheit rausströmt. Und ja, sprechen wir mal mit den Leuten hier. Sora, bitte beeil dich, die Dunkelheit ergießt sich aus den Schlüssellöchern. Mehr können wir nicht tun, um die Dunkelheit aufzuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Okay, bin schon unterwegs. Wir zählen auf dich, Meister des Schlüsselschwertes. In der Zwischenzeit werden wir tun, was wir können. Ja, ihre Stimme habe ich jetzt extra so gesprochen, weil Birth by Sleep hört man die zum ersten Mal und das war, weiß ich nicht, war ein bisschen schockiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Stimme im Deutschen war, aber habe ich mich doch irgendwie so gedacht. Wir haben auf dich gewartet, Meister des Schlüsselschwertes. Wo ist Ansem? Er ist weg. Ja, wo sehe ich? Als das Schlüsselloch erschien, strömte die Dunkelheit aus ihm. Sie verschlang Ansem und fort war er. Okay. Obwohl Ansem weg ist, nimmt die Flut der Dunkelheit kein Ende. Wir versuchen gemeinsam, sie zurückzudrängen. Ich werde seinen Gesichtsausdruck nie vergessen. Als sie die Dunkelheit verschlang, lächelte er. Dieser Mistkerl. Ich glaube nicht, dass Ansem je zurückkehrt. Ansem hat nur Schlüsselloch im Auge. Ansem wird, wenn wir eins sagen können, dann, dass Ansem nie mehr zurückkehren wird. Überhaupt. Natürlich. Das ist die größte Lüge aller Zeiten. Foreshadowing. Sechs Lichtteile ist, hat nicht sieben Lichtteile, stimmt. Kairi war ja irgendwie so ganz besonders anscheinend. Wie Gegners. Aber muss ausgerechnet den jetzt bringen, ne? Ich bin, glaube ich, wieder kurz vom Level ab, wenn ich mich irre. Dies ausgewichen im letzten Moment, das war episch. Hurricane Stoß und Abwehrkraft. Hurricane Stoß nochmal. Final Mix only, weiß ich nicht. Oh, echt. Tech-Punkte wohl angemerkt. So, bevor wir aber in das Schlüsselloch gehen, gibt es noch einige Sachen. Zum Beispiel da, da ist auch noch was. Boah, es tauchen ja noch mehr auf. Was ist das? Komm noch mehr. Mann, hier geblieben. Boah. Oh Gott, echt. Als ich ihn angegriffen habe, hat der hat gemacht. Aua. Ja, tu die Schatz mal angesehen. Jetzt kommen ja auch noch. Boah. Hier ist auch noch Truhe, geil. Mann, was ist das Kack? Was hat es mit dem Kack auf? Ah. Geht mir so auf den Nerven. Ich drücke R1 und es wird immer irgendwas anderes anvisiert. Also anstatt direkt das nächste, was vor mir steht, anzuvisieren, wird immer irgendwo anders jemand anvisiert. Esprit, oh, sehr gut. Er trägt mich so auf hier mit dem Anvisieren. Kommt auf jeden Fall Esprit. Das war nicht schon einmal? Okay, sehr gut. Der Schaden wird MP geheilt. Für die, die es nicht wussten. Aber dafür bin ich ja da. Auch Donald.
Das waren ein paar verdammte Ritter. Seriously, Bams. Welpen. So, jetzt fehlt uns nur noch eine einzige Truhe mit Welpen. 64, 65 und 66. Und ich hoffe, die sind da, wo ich denke, wo sie sind. Die wir später hier holen können. Da wir holen uns erstmal die letzte Truhe hier. Und da drinne ist Memoir. Was ich immer früher Memoire ausgesprochen hat. Was sich irgendwie cooler anhört. Finde ich. So, das Ding. Maximum MP sinken um 1. Besitzt zerstörerische Durchschlagskraft. Ist komischerweise nicht so stark wie Centifol. Was auch immer das sein soll auf einmal. Aber es sieht total badass aus. Also nehmen wir das mal kurz. Außerdem hat es eine große Reichweite, glaube ich. So, dann gehen wir mal da rein. Mal Schlüsselloch versiegeln. Wird da wohl nichts Schlimmes passieren. Na, da. Den haben sie schwarz-weiß gemacht, anstatt pink. Lila. Ja. Komm du mal her. Die machen wir auf jeden Fall locker fällig. Den fand ich echt gesagt noch nie schwer. Weil du hast echt viel Zeit, auf den einzudreschen. Ja, guckt euch das an. Beast! Oh, nicht gehört. Mach mal. Schade. Das wird mir abziehen. Aber einfach immer schön auf den Rücken drauf und den von hinten kaputt knüppeln. Mit meiner zerstörerischen Kraft ist er natürlich schnell erledigt. Also ich mache mich ausweichen. So. Das war es eigentlich schon. War ich gerade auf seinem Fuß? Did I just see his foot? Das Blöde ist einfach nur immer hier hochzuklettern. Das Viech. Upsala, da bin ich schon wieder links Mikro gedonnert. Oh, komm doch mal runter. Ja, super. So, jetzt gehe ich nach hinten natürlich hoch und der. Was hat denn für ein Angriff? Kann ich gar nicht. Ruf. Maximum LP. Bams. That was easy. Omega dort halten. Und das Ding ist, glaube ich, der beste Ausrüstungsgegenstand, den man kriegen kann. Rüstungsmäßig. Sora, you did it. Ja, gehen wir einfach zurück, ne? Thomas, Schlüsselloch versiegeln, was hier voll alles in Dunkelheit zerfetzt. Oh, hi, Leon. Mein Gott, ey. Was macht ihr denn hier? Wir sind mit Sids Schiff gekommen. Er nennt sie Highwind. Hier haben wir als Kinder gelebt. Wir wollten es einmal wiedersehen. Der Zustand ist schlimmer, als ich dachte. Es war früher so friedlich hier. Keine Angst. Wenn wir Anzim besiegen, ja, wir, wird alles wieder so wie früher. Auch deine Insel. Wirklich? Aber das bedeutet auch Abschied nehmen. Wenn die Welten wiederhergestellt sind, werden sie wieder voneinander getrennt sein. Jeder kehrt dann wieder dahin zurück, wo er herkam. Dann besuche ich euch mit den Gummijet-Leute. So einfach ist das nicht. Du hast vorher nichts von den anderen Welten gewusst, oder?
weil die Welten voneinander getrennt waren. Und nur überwindbare Mauern trennten sie. Die Herzlosen haben diese Mauern zerstört. Dann können wir das auch. Aber mit dem Weltenkern auch die Mauern zurück. Was bedeutet, dass auch Gummijets nichts nützen? Heißt das, wir werden uns nie mehr wiedersehen? Also wollte er sagen, nehme ich an. We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Darauf werde ich irgendwann zurückkommen. Ja, ist schon irgendwie doof, dass wir einfach so mitten beim Versiegeln mit den Leuten hier reden. Ich meine, hallo? Die Prinzessinnen haben auch irgendwie schwer, die müssen ja das ganze Ding hier aufhalten. Aber chillen wir erstmal mit Leon und den anderen. So schließe ich jetzt mit meinem Badass Memoir. So, das war's. Danke, Sora. Ich glaube, die Dunkelheit wird schwächer. Aber ich fühle es. Irgendwo baut sich mächtige Dunkelheit zusammen. Es ist das Herz der Dunkelheit. Dort, wo ihn Anselm gegangen ist. Dann nehmen wir den Gummijet. Klöpfen wir uns Anselm und die Erzdruppen vor. Wahr gesprochen, Meister des Schüsselschwerts. Wir schenken dir diese Kraft, um dich zu unterstützen. Kraft der Hitze halten. Feuer hat sich zu Feuer weiterentwickelt. Sora, mit deinem Mut kann unsere Welten zurückbringen. Wenn die Dunkelheit gewichen ist, wird alles wieder so wie früher sein. Wird Kairi wieder auf der Insel sein? Ganz bestimmt. Und du ebenfalls. Jedes Mal, wenn... Wer war das nochmal? Cinderella, ne? Immer wenn sie gesprochen hat, dann haben sich die Textboxen irgendwie so komisch irgendwie zusammengezogen. Ich gehe erst nach Hause, wenn ich Rico und den König gefunden habe. Muss doch mal gucken. Wie die Textboxen so verschwinden. So, normal. Und bei ihr sieht das so komisch aus. Na, diesmal nicht. Boah, jetzt wollte ich mal zeigen und dann. Boah. So, dann gehen wir mal kurz ins Gummijet. Nur um dann wieder zurückzugehen nach Holobeschön, weil hier gibt es noch was Schönes. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Aber diesmal soll es wirklich gefährlich sein. Was ist das nie? So, wir könnten theoretisch schon hier weitergehen. Mit der Welt, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sternart. Okay. Wir gehen aber nochmal zurück nach Holobastion. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich nicht weiß, was ich als erstes machen soll. Bibliothek, da müssen wir mal kurz hin. Weil ich weiß jetzt nicht, was ich als nächstes machen soll, ganz ehrlich. Wir könnten schon mal in die nächste Welt gehen, aber schaffen wir zeitmäßig jetzt nicht mehr. So, irgendwo hier jetzt. Hi, Aerith. So, lies das mal. Was soll ich lesen? Es ist der Rest vom Anselms Bericht. Malefiz muss ihn gesammelt haben. Das sind Bericht 2, 4 und 6 Seiten. Und 10. Noch was. Anselm verschwand, als die Welt der Dunkelheit zum Opfer fiel. Er soll umgekommen sein, als das Volk gegen die Herzlosen verteidigte. Aber Anselm war derjenige, der sie herbrachte. Aber hier, also Anselm wartete in der Dunkelheit, aber hier ist ein kleines Licht, um mich zu beschützen, Sora. Kraft der Heilung halten. Vitra hat sich zu Vikra weiterentwickelt. Bam. Sag mal, Glöckchen. An dem Bericht würde ich jetzt ehrlich gesagt ungern lesen, weil meine Stimme ist schon ein bisschen im Eimer. Wird schon, weiß ich nicht,
4 Stunden oder so aufgenommen. Das war einmal im Schloss oder 3 Stunden, weiß ich jetzt nicht. Als weiser Mann genoss er ein hohes Ansehen, aber die Dunkelheit bemächtigte sich seiner. Er begann mit den Herzen der Menschen zu experimentieren. Dieser einst weise Mann. So viel Leid und Zerstörung. Und wofür? Umdreh. Wir dachten, das wären Malefits Machenschaften, aber sie war auch nur eine Marionette der Dunkelheit, genau wie Ansem. Die Dunkelheit ist unser wahrer Feind. Aber wie können wir sie besiegen? Eins nach dem anderen. Zuerst vernichten wir alle Herzlosen, die wir finden. Meinen richtigen Namen benutze ich erst wieder, wenn diese Welt wiederhergestellt ist. Warum benutzt du eigentlich einen anderen Namen? Ist irgendwie kopiergeschützt oder was? Yuffie ist ja doch mal rausgerutscht. Squall. Weiß jetzt nicht, was ich im restlichen Part noch machen soll. Ich suche jetzt hier noch Yuffie. Immer sie ist, da kommt Donald angeflogen. Gucken mal, die muss ja eigentlich dann hier sein. Jawohl. Ansem und Malefiz waren beide von der Dunkelheit besessen. Ist hier, das kapiere ich nicht. Was ist so toll an der Dunkelheit? Hier bin ich zu Hause, aber ich fühle mich so fremd. Ich kann mich nicht an sehr viel erinnern, weil ich noch klein war. Hier sind wir von den Herzlosen sicher. Lass uns ausruhen. Oder irgendwie Donut mit. Rufi, was machst du da hinten? Es geht da hinten ab. Die Beine da links. Das sieht doch komisch aus. Was macht der da hinten? Was geht da hinten ab, ey? Och. Ja, das ist. Och. Das ist irgendwie so verstörend. Boah, du bist auf der anderen Seite. So, wir gehen jetzt noch mal zum Abschluss nach Travers. Gucken, ob wir irgendwas herstellen können. Was wir wahrscheinlich nicht können. Yay! Aber naja. Und dann könnten wir theoretisch die ersten optionalen Bosse tackeln. Aber ich würde sagen, wir in der nächsten Folge gehen wir dann auch erstmal zur neuen Welt und machen die bis zu einem bestimmten Punkt. Oder vielleicht machen wir das Finale vorher und danach die optionalen Bosse und was noch davor kommt. Den Cup könnten wir davor noch machen. Aber ich will nicht, dass ich danach überpowered bin. Halt. Ja, wir gehen erstmal in der neuen Welt. Da kommen auch Gegner vor, glaube ich, die erst in der neuen Welt kommen. Und ich möchte ja nicht die alle voll spoilern. Ich kann wieder nichts herstellen. Das ist so traurig, ne? Was hat an? Fällt mir gerade ein, Omega Dot. Maximum AP, Angriffskraft und Abwehrkraft steigen. Nein, LP steigen. LP, nicht AP. Habe ich nichts dafür weggemacht, das ist hier reif, oder? Ne, Kämpferkette, Kriegerkette, Kämpferkette, Kräftekette, irgendein davon. Ja, wir können schon wieder nichts herstellen, das ist doch mal super. Mann. Kann ich was Neues kaufen? Nö. Dann weiß ich nicht, was wir den Rest des Parts noch machen sollen und sag dann einfach mal, ich beende den Part hier. Ja, okay. Ansem Bericht muss ich auch noch lesen irgendwann, aber erst, wenn ich meine Stimme wieder ein bisschen frischer ist. Weil ich merke schon, die geht schon ein bisschen zugrunde und ich möchte jetzt nicht 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Da fehlt noch einer. Was? Okay, vergesst das erstmal. Warum ist die Handlung in Hollow Bastion hier nicht abgeschlossen? Keine Ahnung. Okay, dann beende ich den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.